Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Norden vom Rocklantic. Ja, wir sind wieder auf Sendung, denn gleich startet das Coach Azubi Rudel in die dritte Ausbildungseinheit. Und was ich euch sagen wollte, möchte, ist, dass es Andres Wesen. Er trägt zwar noch sein Handtäschchen und das steht ihm nach wie vor sehr gut. Ich wollte da noch Gucci Gang draufschreiben. Ja, die Blutwerte, die werden immer besser und nächste Woche steht noch eine größere Untersuchung an, aber ich denke, die läuft, dass auch alles gut sein wird. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, das ganze Wochenende ist wieder Highlife Konfetti hier am See und viel Musik. Das Rudel zum jetzigen Ausbildungsmonat aufhatte, das zeige ich euch in den nächsten beiden Snaps. Chris aus der Ausbildung rausgeschmissen, wollte ich gerade sagen, indirekt. Mhm. Denn wir sind euch ja noch eine Erklärung schuldig. Und zwar waren wir letzte Woche, oder Chris im Studio, war das letzte Woche? Ja, das war, keine Ahnung, die Zeit vergeht. Vor ein paar Tagen halt. Und da dürften wir ja noch nicht verraten, für was er gemacht hat für das bekannte TV-Pärchen. Es waren auf jeden Fall nicht die Geißen. Und wer das jetzt ist, willst du das dann gleich erzählen, Chris? Das... Aber wir schicken... Also, das war Bruno und Anja. Ich wollte eigentlich erstmal abschicken. Ach, du schickst es jetzt erstmal ab? Ja, ich kann ja nicht so viel hintereinander machen. Ach so, ja, okay. Dann schickst du es erstmal ab und dann, ja. Ja, und zwar war das, oder ist das, unser Bruno und die Anja. Das Bauernpaar aus Bause Frau aus der dritten Staffel. Ich habe jede Folge gesehen. Ja, ist echt mega und die sind halt seit der dritten Staffel. Und ja. Dieses Jahr haben sie 10-jähriges Jubiläum und dann haben sie mich gefragt, ob ich vorbeikommen will. Ne? Und wenn Bruno sagt, komm vorbei, ja, das sagt mir nicht nein. Ne? Zumal ich mit dem aufgewachsen bin. Das ist nämlich der Nachbar vom Papa von dem. Ja, sitzen sich ja gegenseitig und das sagt mir nicht nein. Ja, schwupp, fahren wir mal runter zu den beiden. Und jetzt schicke ich das erst wieder ab und dann kannst du weiter labern, okay? Ja. So, alles klar, ihr Lieben. Jetzt die fette Überraschung. Und zwar bleibt aber unter uns. Ich habe für die zwei, habe ich mir überlegt, ja, irgendwas müssen wir doch machen. Ja. Bin ich zu Andres, habe den gefragt und schwupp, haben wir für die zwei am selben Tag noch aufgenommen. Und jetzt kommt die große Überraschung und zwar fahre ich da wegen dem Song extra heute nach Hause. In den Süden. In den Süden, ja. Und dann ist Schlagerparty. Das ist nämlich so ein richtig Schlager auf die Fresse-Song geworden. Ja, auf jeden Fall. Den dürfen wir aber noch nicht zeigen. Aber du kannst ja vielleicht eine Story darüber machen dann, Chris, heute Abend, oder? Eine Story? Wenn ihr wollt, gehe ich sogar live. Ja, echt? Ja, wenn ich darf. Da ist das RTL da. Dürfte ich das jetzt nicht sagen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hase? Ja. Dann sagt euch jetzt mal Tschüss. Ciao, Leute. Also hüpft mal zu dem Chris rüber und dann hören wir vielleicht heute Abend den Song live bei dir, oder? Ja. Ja, freue ich mich. Und falls es nicht klappt, dann nächste Woche, wenn du wieder da bist, hier rein, oder? Ja, das machen wir. Ja. Wäre so toll. Das wäre so toll. Dann machen wir. Also macht's gut. Chris ist weg und die Hasen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die haben nämlich Gruppenarbeit, was auch immer die da machen. Also So To und Love mit zwei Tönen. Ja? Komm, Lenchen, jetzt bist du auf Sendung. Jetzt kann ihr Macht. Linda, du bist auch auf Sendung. Carina, du auch. Wir machen ganz viel so. Oh, das ist toll. Wir sind ganz musikalisch gerade. Also wie sonst wir auch? Wir tun gerade so ein Lied und finden die Tonhöhen heraus. Danke für dein Hochdeutsch. Hochdeutsch. Bitte, Hochdeutsch. Bitte. Bitte. Ja. So, weiter. Ihr müsst auf mich warten. Warten. Nein, weil Malen ist dir nachher groß, dann kannst du gucken. Moment, ich muss mal umdrehen. So, da sind die anderen Hasen. Die freuen sich total, dass ich komme. Ja, Mensch, das ist ja und. Frustfreude. Ja, okay, Frustfreude ist auch. Ach ja. Ich habe gedacht, du kommst. It's so easy to fall in love. Also, das ist doch das Wichtigste, was zählt, Kinder. Mal nach oben zu den anderen Hasen. Also, die Aufgabe ist es,
den Song von, ich weiß jetzt gar nicht, wer es ist, It's So Easy to Fall in Love, sich zu erarbeiten. Das heißt, die komplette Struktur zu erkennen, die Melodieführung sowieso, wo sind die Atempausen. Kann nicht sein, dass du irgendwas sehen kannst. Bei dem Nebel. Bei was? Ach so, ja, Moment. So, jetzt. Unsere Gehirnausdünnung. Kommt ihr klar? Nee. Wir strecken uns ein bisschen. So easy, so easy, so easy. So easy, so easy. Beschreib mal, dich weniger ernst zu nehmen, damit wir das... Also, es ist noch gar nicht so lange her, wo ich wirklich so auf der Bühne stand und dachte, der Ton war nicht so und das hättest du nicht so und war viel... Nehme ich mich nicht mehr so ernst und bin viel lockerer und das funktioniert einfach. Mhm. Und das ist geil. So, wir haben Feierabend und die Azubis, die haben sich jetzt in den Spiegelraum verzogen. Geht sogar das Licht an und die üben noch ein bisschen für morgen für die Music Night. Und wir gehen jetzt gleich auf irgendeinem Dorffest nach Trelde oder so, keine Ahnung, aber jetzt spickeln wir erstmal da rein. Trelde wird leider nichts, denn die Party in Trelde, die steigt erst morgen und wir haben morgen ja Music Night. Vielleicht gehen wir dann nach der Music Night morgen noch hin. Und jetzt gehe ich mal runter zu den Hasen. Die sind nämlich da noch fleißig im Spiegelraum am Proben. So wie es aussieht, klappt das ja nachher mit dem Livestream bei Chris. Er hat auch gerade einen Countdown gepostet, dass man auch dran denkt. Ich habe den jetzt mal aktiviert, ich habe das noch nie gemacht. Ich hoffe, dass mein iPhone dann hier hochschreckt und mir der Bauernschlager um die Ohren knallt. 10:30 oder so hoffe ich, dass das Internet steht und Chris live gehen kann mit dem RTL. Seid ihr fertig oder was? Fertig. Ja, wir frühstücken jetzt. Dankeschön. Das ist super. Morgen wieder neu befüllt werden von dir, Schatzi. Also komm gut nach Hause. Und diese kleine süße Maus da, Moment, ich muss mal hinzoomen. Da, die ist uns morgen noch eine Erklärung schuldig. Machen wir. So, tschüss jetzt. Ja, gestern die Aufgabe bekommen, It's So Easy to Fall in Love auseinander zu pflücken und nach der Atmung zu gucken und sich technisch zu erarbeiten. Eine Gruppe ist noch oben, die übt den noch etwas fleißig weiter. Und die andere Gruppe, die ist unten im Studio und nehmen schon, gehen wir mal reingucken. Kannst du relaxen? Nur noch relaxen? Jetzt atmen? Look into your heart and see. Die anderen sind hier noch fleißig. Ey, was hört ihr für einen Song? You keep saying you've got something for me. Something you call love. Playback lauter, Schatzi. You've been a master where you should have been. Now what he knows you ain't had time to learn. Hat sich am besten angehört. Wie los? Ja, nochmal. Into your heart and see what your love book has set aside for me. It seems so easy. So easy, so yeah, so doggone easy. Oh, it seems so easy. Sagt ihr, die wollen von mir die Bruststimme hören, also schreien sie. Wo ist denn das Problem? Mehr. Can beauty come out of Bleiben. Warte, bleib. Kannst du lachen?
Kannst du lachen? Weh, du knallst mir die Füße auf den Kopf. Kannst du lachen? Ja. Und jetzt. Ups. Und eine Grätsche? Hammer. Das kannst du doch heute Abend auf der Bühne machen und dabei singen. Nee, das macht die bei meinem Auftritt. Das mache ich bei ihrem Auftritt. Das ist wirklich so Deadpool-Tanz dann. Okay, ich übergebe das Mikrofon. Danke, Carmen. Party! There ain't a reason you and me should be alone tonight. Yeah, baby, tonight. Sorry, and I'm hanging on the moment with you. I don't need it. I'm sorry. Confession. It feels like a prison. Was? Hat jemand eine Idee, bitte, die im weißen T-Shirt? Also wenn ich falsch liege, ist das ein bisschen gemein, aber ich glaube, du bist schwanger. 100 Punkte! Aber das war eine kleine Idee, das war ihre Idee. Sehr gut. Das Leona gibt's, ne? Leona? Leona. Leona? Was denkst du denn als zweites Lied? Song. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich singe If It Hadn't Been For Love. If it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it hadn't been for love. What's left to say? These prayers ain't working anymore. You got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It will bliss. It's that pivotal moment. Est-ce que tu chantes aujourd'hui? Oui, oui. Oui, oui. Oh, ich dachte, du kannst Französisch. Die einen sagen so, die anderen so. Was singst du denn? Also ich, ein Lied, da geht's drum, also ich kann schon Französisch, aber ich weiß etwas im Rum. Da geht's drum, was zählt wirklich im Leben? Und ich war ja lang genug in so einer Glamour-Branche unterwegs und ihr kennt es, wisst ihr nicht alle, wovon sie singt. Also sie singt zum Beispiel, gebt mir eine Suite im Ritz, die will ich nicht. Gebt mir eine Limousine, die brauche ich nicht. Schenkt mir den Eiffelturm, was soll ich damit? Oh,
sich echt angestrengt. Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Ja. Das galt nicht dir, Schatzi. Wir sind die Beste. Ja, genau. Die allerbeste. Le. Ja, sowieso. Lena. Ja. Halb elf. Es ist noch hell draußen und das Rudel ist immer noch da. Wir haben jetzt gerade die Music Night beendet. Heute waren nicht so viele Leute da. Ganz viele sind im Urlaub. Aber wir hatten trotzdem sehr viel Spaß. Ja klar, die Bühne kam aufgeräumt und hinten in der Küche ist irgendwo Andres und der macht Frühstück. Ich weiß auch nicht, was es gibt, aber ist auch egal, ich habe total Hunger. Ne? Und ich habe jetzt sogar schon aufgeräumt für morgen früh. Ich zeige euch das mal. Ich bin gerade draußen auf dem mittleren Balkon. Moment. Na? Jetzt. Genau. Das ist das Engelein. Die durfte jetzt auch wieder raus. Ja. Das. Schön, dass ihr weg seid. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Da ist übrigens das Julchen, die kleine italienische Freundin der Opa. Und das müssen wir, Julchen? Ja. Das machen wir am Pferdestall. Oh, weia. Das machen wir dann morgen irgendwann in der Pause am Pferdestall ohne Pferde. Endlich sind die weg. Jule ist weg. Gott sei Dank. Ironie on, muss ich ja mal dazu sagen, ne? Und wo ist er? Hier. Das Engelein, das entleert sich jetzt noch mal eben ganz kurz. Und dann gibt es Frühstück. Auf jeden Fall geht und weiter. Euch erstmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir werden jetzt von Chris die Live-Story, ich hoffe, er hat es abgespeichert, anschauen. Genau. Also euch eine gute Nacht und bis morgen. Mit den Armen mitgemacht und dann aus dem Gesicht, ja, es hat funktioniert. Das war cool. Ich fand die Sachen, die du danach. Hallo, liebe Freunde der italienischen Oper. So, da ist sie. Die, habe ich schon verraten, was du bist? Nein, ne? Du hast es schon mal erwähnt in der Story. Also, so, wir wollen jetzt mal hier aufklären, erklären, beziehungsweise das Julchen, was das hier so auf sich hat. Also, ich habe es anfangs auch nicht verstanden und dachte mir, was macht ihr denn da immer für einen Scheiß? Ein paar waren ja verwirrt, warum ich immer sage, Freunde der Italienischen. Freunde der Oper, das sage ich immer, aber es sind die Freunde der italienischen. Nee, die italienischen, Freunde der italienischen Oper. Genau, das sind sie, ja. Also die Freunde der italienischen Oper, nicht die italienischen Freunde. Genau, und das hat nichts mit Oper zu tun, nichts mit klassischer Gesangsausbau, ja, weil es genau. Klassik ist. Das war nämlich auch erst mein vierteljähriger Gedanke. Schockschwere Not. Aber Schatz, ich muss erstmal abschicken. Also wir könnten ja jetzt so eine Interviewsituation führen oder du erzählst einfach. Ach, du machst schon. Also. Es hat eigentlich mit Gesang gar nichts zu tun. Es kommt aus einem Film, aus einem 60er-Jahre-Schwarz-Weiß-Film. Vielleicht schon. Magst du die 60er-Jahre? Ich finde einige Filme ganz gut, zum Beispiel die Feuerzangenbowle. Kleiner Tipp, daraus kommt es nicht. Ja, okay, was, können, auch. Was gibt es denn noch so für Schwarz-Weiß-Filme? Ist bei der Feuerzangenbowle das mit der Dampf? Genau, no, der Dampf. Deswegen dampfst du. Vielleicht. Möchtest du noch mal einen Zug nehmen, so zwischendurch? Weil es sieht so cool aus. Wir halten noch mal ganz kurz drauf. Das ist ein Dampfmaschine. Also, ursprünglich ist so die schlimmste Gruppierung in Italien davon gewesen.
Deswegen sagt man jetzt Freunde der italienischen Oper. Man kann es aber auch in mehreren Ländern sagen. Also in Deutschland versteht man es auch. Sie kannte den Film noch nicht, aber ich kenne ihn bis heute nicht. Wir lösen das jetzt mal auf. Gemeint damit ist die Mafia. Die wird auch als Freunde der italienischen Oper benannt. Und es kommt aus dem Mögens heiß. Das hört sich toll an. Das mit hört Marilyn sich Monroe. Oh. Ja. Und du stehst auf den Film oder auf die Mafia? Wer weiß, vielleicht bin ich ja Teil davon. Nein, ich liebe diesen Film. Ist nur an. Und daher kommt das Freunde der italienischen Oper. Ich habe damit einfach angefangen, eigentlich ohne darüber groß nachzudenken. So wie ich immer sage, vor dem Pferdestall ohne Pferde. Und fand es einfach cool. Und das ist jetzt einfach mein Satz. Oh weia, ich muss abschicken. Okay, mach nochmal. Das ist doof. Das ist jetzt ein Auf. Viele Grüße an alle Freunde der italienischen Oper da draußen. Die Hasen sind oben und räumen auf. Na? Na? Wo ist denn der Dampfmaschine? Der Dampfmaschine. Oder meinst du etwa Milch? Du dampfst du hier drin eigentlich auch? Nein. Kannst aber, ja, darf man aber, glaube ich. Echt? Hier drin darf man? Naja, das riecht doch nicht, oder? Es dampft doch nur. Nee, du darfst. Fahrenste im Abwaschen. Nein, und außerdem siehst du super dabei aus. Gebt ihr mir recht, Mädels? Yeah. Ja. Mario, ich wasche so schlampig ab, wie ich atme. Wir mussten immer wieder nach. Super, perfekte Atmung, perfekte Abwaschen. Nein, das war ganz scheiße. Nein, war es nicht. Kuscheln! Komm, Katrin, mach nee, mit Gruppenkuscheln. Ah, okay. Okay, ich mach aus. Ja? Ja, jetzt. Okay. Tschüss. Ja, weil sonst ist es mich nur so komisch warm aufgebracht. Du lässt schöne Zeit. Du nichts mehr. Das Lähmchen. Oder kommst du daraus? Schätzelein. Kannst du doch mal den Dampfer rausholen? Toll, der ist jetzt in Ich warte, ich habe Zeit. Moment, ich drehe mal um. Ist sogar drin? So, komm, mach noch einmal den Dampfmaschinen. Ja, sogar drin. Stimme noch ab, ne? Nur für dich, Mann. Julia!